Es ist der Herbst der Minivans. Es gab auch noch nie so viele neue Erscheinungen. Allen voran natürlich auch Mazda mit dem neuen Mazda 5, der wieder absolute Maßstäbe setzt. Deswegen spricht jeder, wenn er Mazda im Zusammenhang hat, über den neuen 5er. Und das ist genau mein Problem. Es ist ein Weltklasse-Auto, das wir natürlich auch im Detail beleuchten werden. Aber man darf nicht vergessen, dass erstens nicht jeder einen Minivan fahren möchte. Und zweitens, dass es Produkte gibt, die ein bisschen, zumindest medial, untergehen. So wie der CX-7 mit dem fantastischen Dieselmotor. Genau deswegen haben wir uns überlegt, diesem Auto eine Plattform zu bieten, um zu zeigen, dass man auch sportlich und sparsam mit einem SUV unterwegs sein kann. Mazda gehört ja zu den sportlichen, emotionalen Marken und da darf natürlich auch der richtige Look nicht fehlen. Den haben die Mazda-Designer gefunden beim Mazda 3, genauso wie beim neuen Mazda 5 und natürlich auch beim CX-7. Unheimlich geduckt, gedrungen, aber doch männlich, martialisch kommt er daher. Immer im Hintergrund habend, wir haben es hier mit einem sportlichen Auto zu tun, das straff abgestimmt ist und auch genau so im Straßenverkehr ausschauen soll. Am Anfang steht die Frage, was ist die Grundvorgabe für ein ordentliches SUV und einen ordentlichen dazu passenden Motor? Na, zum ersten einmal, dass er mit dem hohen Eigengewicht zurechtkommt, dass er gut geht, schön drehmomentfreudig ist, dass man sowohl im Gelände als auch auf der Straße ordentlichen Durchzug hat und zum vierten natürlich, dass er möglichst wenig verbraucht. Da hat man mehrere Varianten, das Ganze in die Benzinerrichtung zu trimmen oder in die Dieselrichtung. Mazda hat sich, nachdem es einen sehr, sehr sportlichen und großen Benziner gibt, jetzt dazu entschlossen, einen 173 PS starken 2,2 Liter Vierzylinder Motor zu entwickeln, der hier verbaut wurde. Und der trifft den Punkt genau, denn er ist absolut sportlich, unheimlich homogen zu fahren und braucht nur rund 7,5 Liter, was angesichts der Tatsache, dass man sich hier mit einem richtigen SUV bewegt, ja, ein unglaublich feiner Wert ist. Sportlich dynamisch nicht nur der Look des CX-7 und der heiße Motor, sondern auch sportlich straff das Innenleben. Setzt man sich rein und fühlt sich wohl, ist eher auf der härteren Seite, was zum Beispiel die elektrisch verstellbaren Sitze betrifft, das Armaturenbrett, all das, das fordert einen heraus, ein bisschen dynamischer unterwegs zu sein. Was mich absolut begeistert, ist das Getriebe. Das ist eher so wie Porsche fahren. Das macht klack, 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 ist kurz gehalten und super abgestimmt. Einziger Kritikpunkt vielleicht die Rückfahrkamera, die ist zwar Weltklasse, weil sie echt gut funktioniert und weil sogar ich damit einparken kann, aber das Display ist ein bisschen klein gehalten, da muss man sich schon sehr konzentrieren, um wirklich alle Details erkennen zu können. Grundsätzlich gilt, SUVs sind klarerweise teurer als zum Beispiel Kombis. Das liegt an der Technik, das liegt am Look und natürlich auch am Image. Grundsätzlich gilt auch, Mazda ist kein Billighersteller. Mazda liefert Qualität und verlangt dementsprechend auch Preise. Nicht so in Wirklichkeit, wenn man sich die Konkurrenz anschaut, beim CX-7 Diesel. Feiner Motor, feiner Look und das Ganze um unter 35.000 Euro. Da gibt es andere, die verlangen deutlich mehr. Zumindest andere, die den gleichen Premium-Anspruch haben. Pappt man ihn mit Technologie voll, die so einem Wunschlos-Glücklich-Paket gleicht, wie zum Beispiel der Top Revolution-Ausstattung, sind es rund 7.000 Euro mehr. Dann hat man aber in Wirklichkeit alles. Ledersitze, Rückfahrkamera, Navi-System, Bose-Sound und. Und das ist dann wieder ein Preis, wo ich sage, ja, eigentlich schreckt mich nicht.